Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Bellreich. Es begrüßt euch Milena und schön, dass ihr wieder mit dabei seid. So, der neue Morgen bricht an. Ich habe heute Nacht mal nicht geschlafen, weil ich bemerkt habe, dass sie eigentlich gar nicht darauf angewiesen ist zu schlafen. Keine Ahnung, wie viele Nächte ich das dann machen kann, ob es dann nicht doch noch eventuell einen negativen Effekt gibt, aber ja, so auf den ersten Blick könnte ich per Reiseschild immer rüberreisen, wo ich dann Knoblauch sammeln kann, Salbei und eventuell Baumstämme oder Holz oder so. Außerdem war ich dann nochmal drüben in der anderen Siedlung und was soll ich euch sagen? Ich habe die ganze Zeit darauf geachtet, dass der NPC drüben kein Ausrufezeichen oder Fragezeichen über dem Kopf hat. Aber genau das war der Fehler. Hier oben links in meiner Quest ist das bereits ausgefüllt. Und darum habe ich gedacht, dass ich das nicht mehr machen brauche. Aber natürlich hat der Gute noch ein Fragezeichen. Bedeutet also, ich werde mich dort heute hin aufmachen. Ich habe keine Ahnung, wie viele Tage ich offline gemacht habe. Aber mittlerweile muss ich auch sagen, ist auch gar nicht wirklich wichtig. Denn ich werde das halt machen, wie ich das in allen meinen Videos mache. Ich werde einfach die Offline-Aufnahmen immer laufen lassen. Und wenn irgendwas Wichtiges passiert, werde ich das dann einfach hier im Nachhinein mit einblenden. Oder halt am Anfang der Folge, so wie jetzt auch gleich, dann einfach aufzählen. Denn wir kommen so mittlerweile an den Punkt, wo ich dann einfach zum Beispiel die nächsten zwei Tage immer dasselbe machen würde, bevor ich mir dann eventuell, falls es denn klappt, jetzt heute mit der Quest dies das, einen weiteren Gefährten holen würde. Und dann würde ich denen aber bessere Rüstung machen. Was dann halt immer wieder dasselbe wäre, ne? Also einfach nur Material dafür sammeln. Und darauf würde ich mich dann auch konzentrieren. Und das muss nicht unbedingt in eine Folge rein. Unabhängig davon, dass es wahrscheinlich 3 Stunden wären, um das für alle irgendwie zu organisieren. Und aus diesen 3 Stunden einfach nur eine Sammel- und Such- und Herstellfolge zu machen, weiß ich nicht. Aber irgendwie so kurz und knapp mit rein werde ich das immer machen. Okay, eine wichtige Sache habe ich herausgefunden. Man konnte hier diese Trophäe herstellen, diese Hirschtrophäe. Und die habe ich erforscht. Mit dieser Erforschung schaltet man auch die Wildschwein-Trophäe frei, für die man einen Eberhauer benötigt. Außerdem logischerweise die Hirschtrophäe. Das steht da halt nicht dabei, dass man auch mehr dadurch freischaltet, ne? Und die andere Trophäe, die ich benötige, hier die vom Wolf. Für die Quest, die ich von dem ältesten Ausherrn bekommen habe. Das ist schon mal super. Nach wie vor, ich war schon unterwegs, habe gejagt. Mal wieder. Habe aber keine von den Sachen bekommen. Daher gehe ich einfach mal nach wie vor davon aus. Oh oh. Vielleicht das nicht mehr weiter leveln. Warum nicht? Oder ist das gar nicht für mich? Ach nee, das war das Gesellenbuch. Habe ich das Falsche hier rausgenommen? Okay, bedeutet dann auch, ich habe gar keins mehr. Müsste mir also eins kaufen, aber ich habe kein Geld. Also werde ich zusehen, dass ich diese Quest heute fertig bekomme. Irgendwas war noch, lasst mich mal eben überlegen. Ja genau. Ich habe nämlich noch etwas freigeschaltet. Erforscht. Denn der Komposthaufen ist nicht fertig geworden. Und dann habe ich da mal genauer drauf geguckt und dafür benötige ich den Mischeimer. Den habe ich dann auch erforscht. Und habe den dann auch schon mal hier hingestellt. So, der wird dann einfach nebenbei fertig gebaut. Aber ich habe jetzt richtig viele Aufgaben erstmal verteilt. Die sollen mal erstmal ordentlich sammeln gehen. Und ich hole mir mal eben, habe ich noch was zu futtern hier? So, ich gebe mir mal einen hiervon. Warum habt ihr das hier bitte? Oh, wartet mal. Wenn die das gerade mal nicht verbraucht haben. Okay, ärgerlich. Also das ist so eine Sache, die muss ich irgendwie noch herausfinden,
wie genau, also ob es eine Möglichkeit gibt, irgendwie Nahrungsmittel mit einem X zu markieren, dass die Dorfbewohner das nicht essen oder braten oder whatever. Bei Medieval Dynasty gibt es ja so eine Möglichkeit. Und ich habe hier auch gesehen, warum starrst du das Lager an? Mhm. Ja, dir auch einen schönen guten Tag. Also das hier kann ich anklicken, dann kann ich hier die Menge angeben oder halt ausmachen, dass das hier nicht gelagert wird, aber die werden das ja trotzdem braten. Finde ich halt so merkwürdig, ne? Okay, pack das mal wieder weg. Und dann würde ich mal eben gerne hier rüberlaufen, denn ich habe ein bisschen Knoblauch eingesammelt. Also mit den Rüben sind wir noch nicht so weit, ich habe einfach zu wenig Wasser. Werde da dann noch einen vierten Sammler hinbauen. Das war jetzt irgendwie unnötig. Kann mir mittlerweile keine Marmelade mehr machen. Oder nur noch wenige. Weil teilweise das ganze Wasser halt verbraucht wird für den Garten. Vielleicht mache ich da nochmal separate Wassersammler auch in die Nähe. The smell of fresh. Okay, also einer für 10 finde ich super. Und was ich noch besser finde, er hat hier, oder zumindest kann ich das hier nirgendwo finden, eine Angabe bedeutet, er hat einfach unendlich Geld. Okay, hat er doch nicht. Die Anzahl, die dahinter steht, so oft kann ich es ihm verkaufen. Ah, okay, verstehe, verstehe. Bedeutet, ich werde ihm wahrscheinlich noch Pilze verkaufen, denn die anderen Sachen gehen nicht mehr. Okay, und dann muss ich eine Sache machen. Ja, heute kommt der Angriff. Ich hoffe, der kommt nicht gleich. Aber ich werde dann mal eben wieder rüber gehen zu Marek, dem Zimmermann, den ich dann hoffentlich heute finde. Mal gucken, was die hier heute so fertig bekommen. Denn dann habe ich auch noch ein bisschen mehr Ansehen und könnte mir dann da noch jemanden holen. Das wäre super. Bin ich aber gerade mal am Überlegen, habe ich dafür überhaupt irgendwo schon eine Hütte gebaut? Aha, hier passt noch einer rein. Okay, das ist doch schön. Ach ja, stimmt, hier ist ja noch jemand drin. Genau, und dann wären wir nämlich zu siebt. Okay, ich darf jetzt hier aber nicht so durch die Gegend. Hey, sag mal, ich habe doch hier jemanden von euch angestellt, der soll sich nur um das Kochen kümmern. Also, was ist denn los mit euch? Habe ich auch in der Folge davor vergessen, mit euch durchzugehen. Denn mittlerweile habe ich das wirklich so gemacht, damit eben genau das hier nicht passiert. Eigentlich. Naja. Das war schon mal. Nehme ich mir auch einfach mit. Das war schon mal nix, ne? Okay, dann aber rüber. Okay. Ja, genau. Good thing you came because I was having some issues and I could use an extra pair of hands. Those damn brigands came to me and asked me to fix their shields for them. I'm a damn carpenter, not the blacksmith. But trying to use reason with them is like trying to teach a hog to read. That's why the parts for Theodore are so late. Oh Gott. Na toll, der Überfall ist im Anmarsch. In Ordnung, sag mir, was du benötigst. Bitte schnell. Worry not, I will give you some coins for your efforts. I need 2 wooden logs and 2 simple cords. Worry not, I will give you some coins for your efforts. Okay, kein Problem. Ich muss schnell wieder zurück. Also ich meine, die machen das schon. Theoretisch sollten ja nur 3 Leute kommen. Heute. Aber ich wollte trotzdem anwesend sein. Gerne. Okay, und Schnur und Baumstamm ist ja eigentlich easy. Die Quest hört sich dann erstmal so tragisch an irgendwie. Okay, und dann wird erstmal das Dorf verteidigt, bitte. So, während ich hier rumstehe, freut es mich natürlich auch, dass der eine oder andere, der sonst zum Beispiel nur bei Miss Survival oder irgendwelchen anderen Zombie-Survival-Games oder Subsistence hier mit reingeschaut hat,
auch bei dem Spiel hier mit reinschaut. Ich persönlich, mir gefällt das richtig gut, das Spiel. Ja, das dauert alles eine Weile, aber also genauso muss es doch auch sein. Ich denke mal, es wird ja immer einfacher, desto mehr man Leute hat, desto weniger muss man dann erledigen, wahrscheinlich immer weiter weg dann. Irgendwelche Sachen besorgen, wo man am Anfang dann nicht drankommt. Aber genau das ist doch eben der Spielspaß auch. Genauso war das nämlich auch bei No One Survived. Und das war auch so umfangreich. Also ich habe richtig Bock. Und ich bin ja dann auch eventuell am Überlegen, ob ich mir eine neue Location suche. Aber da habe ich mich noch nicht entschieden. Final. So, würdet ihr mal bitte ein bisschen schneller gehen? Oder wartet mal. Ich hole mir hier schon mal das Material, was ich brauche. So, dann eben noch ein wenig Schnur einpacken, bitte. Wo ist die Schnur? Warum ist hier keine Schnur? Wurde die direkt einfach weiterverarbeitet? Okay, hier ist gerade keiner, der das machen kann. Die haben schon mal die Sachen abgeerntet, wenn ich das richtig sehe. Oh, da kommt der Angriff. Heieiei. Jetzt bin ich auch mal wirklich gespannt, ob das drei Leute sind. Oder ob Stufe 3 einfach überhaupt gar nichts mit den Leuten zu tun hat. Oh, super getroffen, Milena. Hallo? Ich könnte hier ein bisschen Hilfe gebrauchen. Nee, sind nur zwei bisher. Das tut mir so leid. Aber irgendjemand kriegt immer eine ab hier. Okay, waren doch nur zwei Leute, ne? Boah, ich bin ein bisschen erleichtert. Denn wenn ich jetzt auch noch Banditenlager ja drumherum wegmache und dann jedes Mal halt die Leute aufsteigen und ich dann noch Tage offline jetzt mache, dann hätte ich, glaube ich, relativ schnell ein Problemchen. So, wer bringt bitte meine einfache Schnur? Okay, die bekomme ich vielleicht direkt hier. Geht vielleicht schneller. Ja, perfekt, Joe. So, zwei habe ich. Jetzt fehlen mir nur noch die Gegenstände. Die beiden Kollegen habe ich gelootet. Ich hoffe halt nicht, dass ich hier irgendwo einen übersehen habe, aber mittlerweile kann ich in meiner... Also hier, bei den ganzen Symbolen auf meiner Karte kann ich nicht mehr sehen, wo ich eventuell noch einen Beutel übersehen habe. Ja, perfekt. Und was ich auch offline machen werde, ist immer mal wieder an den großen See zu dem Händler und mir Riemen kaufen. Denn die haben teilweise immer nur wirklich ein Riemen. So, hier mal durch den Garten ansneaken. Hoppala. Was die Baumstämme und Schnüre angeht. Ja. Mhm. Okay. Aha. Diese Quest, die macht mich wahnsinnig. Aber okay. Dann werde ich also wieder, ich glaube, ich könnte ein paar Stöcker sammeln. Geht das hier schon? Nee, geht noch nicht. Aha, hier geht aber schon. Ich glaube, hier spawnen die auch nach. Würde ich mal sagen. Diese Bäumchen hier. Kann ich ja mal im Auge behalten. Okay, Inventar ist voll. Kann ich mich auf den Weg machen.
Alleine schon für das Futter brauchen die ja immer so viel. Das Ding ist ja in Dauerbetrieb irgendwie. Aber hier wollte ich eigentlich noch vorbei, ne? Okay, ich glaube, das mache ich auch mal eben. Ich habe mittlerweile auch angefangen... Oh je, ich müsste sogar mehr Sachen machen. Ich werde mal eben hier nach oben rennen. Oh, wobei, ich habe da gerade kein Geld für, ne? Das ist auch so eine miese Nummer. Ich weiß halt nicht, was ich zuerst machen soll. Oder warte es mal. Doch, ich habe doch eine Idee. Ich habe keine Ausdauer. Nimm mal ein paar Bücher mit und versuch die mal oben auch zu verkaufen. Denn was ich definitiv nicht brauche, ist das hier und das hier. Könnte ich lesen, aber spare ich mir jetzt erstmal auf hier. Und dann sehen wir uns oben. Uiuiui, so, es wäre super, wenn man später, wenn man mit dem befreundet ist, auch so ein Reiseschild hier etwas in die Nähe stellen kann. Bin ich mal gespannt, ob das geht. So, verkaufen hätte ich für dich, ja. Okay, perfekt, Joe. Jagen hat er auch gerade mal wieder nicht. Okay. Dann mache ich, was ich gerade gesagt habe. Dann sehen wir uns erstmal wieder unten. So, ich werde die beiden eben mal weglegen. Und dann hole ich mir noch eine Erdbeermarmelade. Okay, und hier werde ich vielleicht erstmal doch noch etwas anderes machen vorher. Denn die Riemen, das wird noch eine Weile dauern. Aber apropos Riemen, da hatte ich gerade mal eine Idee. Darum wollte ich auch hier mein Inventar ein wenig leeren. Ich werde versuchen, bei dem einen Händler drüben am See noch ein Reiseschild aufzustellen. Material werde ich hier unterwegs zu mir holen. Ich hoffe, da sind nicht so viele Wölfe, weil ich alleine bin. Okay, schnell mal Waffe wegpacken. Haufen. Haufen. Oh, ihm könnte ich auch einfach einfache Schnur verkaufen. Merke ich mir. So, ich hoffe, ich kann mich hier dann überhaupt hinbegeben. Nicht, dass das immer geixt ist wegen der Tiere. Okay, und dieselbe Nummer mache ich hier auf der anderen Seite. Da laufe ich eben hin. Unterwegs hole ich mir Material. Und dann werde ich mich immer per Reiseschilder halt von... Also werde ich immer hin und her reisen, wenn ich Geld habe, und mir Riemen kaufen. Aber hier auch einmal die Schnellversion, bitte. So, und den einen probiere ich mal hier. Halt die Frage, hier sind wirklich recht oft Banditen. Also immer so eine Patrouille. Okay, abreißen kann ich ihn ja immer noch. Ich glaube, wir haben bisher auch keine Einschränkung, was das angeht. Und da oben habe ich halt auch schon einen stehen, ne? Aber jeder Meter macht das aus. Oh, der schläft. Nee, ich habe noch keine Hörner. Haufen. Ja, die haben nämlich immer nur einen pro Tag. Und hier kann ich auch einfach eine Schnur verkaufen. Okay, das ist doch mal ein Plan. Einfache Schnur geht eigentlich. Dafür brauche ich nur Lachs. Kann ich doch wieder zurück. Ja, ich nutze eben noch die Gelegenheit und sammle noch ein paar Ressourcen hier. Ich mich schlafen lege dann. Die beiden Riemen, die werde ich in meine
Truhe packen. Damit die nicht für irgendwas verwendet wird. Dann sollte ich wahrscheinlich doch irgendwie ein paar von den Dingern hier auch mal loswerden. So, einen wunderschönen guten Morgen. Ich muss sagen, es sind schon ganz schön viele Tage vergangen mittlerweile. So, erstmal guten Appetit. Da müsste ich eigentlich kontrollieren, ob die noch genug Aufgaben haben. Aber ich habe einfach so viel angestellt. Eigentlich sollten die wirklich noch welche haben. Ja, perfekt, Joe. Okay, und dann nur eben schnell gucken, wie weit die mit der Forschung sind. Oder ob das irgendwelche Materialien sind, die ich irgendwie... Nee, einfache Schnur. Das ist ja praktisch. Kann ich ja direkt mal gucken. Einfache Schnur. Ach, zu heiliger Strohsack. Wir haben 241 Mal... Laxia und John, könnt ihr ja auch, frag mich nicht, wie oft. Ja, es ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Nur machen dann. Und dann kann ich aber das hier eben schnell doch abstellen. Habe ich vielleicht doch ein wenig übertrieben. Ah, ist schon abgestellt. Hat die Frage, wenn die einmal gehen, machen die dann ihr komplettes Inventar voll? Oder weiß gar nicht, warum da so viele auf einmal zusammengekommen sind. So, ich hätte hier schon mal ein Abenteurergewand. Es bekommt dann irgendjemand angelegt und dann immer auch die Abenteurerhose. Okay, die kommen wieder mit und dann sollte das eigentlich hinhauen. Jetzt habe ich nur wieder nicht darauf geachtet, dass diese blöden Reiseschilder halt auch immer ansehen. Abziehen, ne? Oh, wie ärgerlich. Denn dann hätte ich mir den hier doch gespart. Einfach komplett vergessen. Dann wäre ich von hier immer zum Händler gelaufen. Aber okay, nun ist zu spät. Es sei denn, ich lade nochmal, aber ich weiß auch nicht, wo ich gespeichert habe. Deswegen egal. Einfach abspeichern. Fürs nächste Mal. Ah, das war der Falsche. Auch ihn hier. Aber es ist doch morgen. Will der mich veräppeln? Welches Morgen meint er denn? Nochmal morgen. Das ist aber überhaupt gar nicht freundlich, junger Mann. Im Gegenteil. Ist schon klar. Kann ich dir überhaupt was geben? Nee, kann ich gar nicht. Ich dachte, ich könnte... Und die kann ich wahrscheinlich auch nicht mitnehmen, ne? Weil ich hier halt noch gar keine... Also, weil ich noch ein Fremder bin. Ja. Okay, und dann habe ich auch hier direkt so eine... bekommen, die sowieso auch voll viel Ansehen bräuchte. Ja, dann muss ich halt bis morgen warten. Könnte ich ja eigentlich noch... Ich muss erst mal gucken, wie lange die Folge hier schon geht. So, dann würde ich doch eventuell etwas anderes machen. Ich werde mich mal eben von irgendwo dahin teleportieren. Wird aber mal gucken, was dort unten ist. Also einfach mal die Karte aufchecken. Ein paar Minütchen hätte ich noch. Dafür müsste ich dann hier einmal um den See herum. Da oben steht schon mal ein Turm. Das ist schon mal nicht so gut, glaube ich. Also für mich. Ich wette, das sind gleich ganz viele rote Punkte. Du heiliger Strohsack. Ist das ein Weizenfeld? Hey, das ist ja cool. Ja, ich baue gerade nicht, aber... Ich bin am überlegen, ob ich doch eventuell nach der Folge den Spielstand lade. Wo ich, also bevor ich die Schilder gebaut habe.
Deswegen habe ich einfach mal ein anderes Grad genommen. Ja, also scheinbar ist das hier irgendwie... Oh ja, da sind schon welche. Ich scoute das hier mal so ein bisschen... Bisschen aus, ne? Mach vielleicht auch schon mal ein Foto, wo ich Ruhe habe. Bin mal gespannt, wie viele Gegner da sind. Wenn es nämlich gar nicht so viele sind, dann könnte ich... Ah, ich könnte mir hier einfach Stroh klauen. Das ist ja ein Ding. Aber wenn ich schon mal hier bin, hoppala, laufe ich doch dann hier einmal drumherum. Habe ich überhaupt irgendwas hinbekommen hier heute? In dieser Folge. Ich glaube, es könnte ich wirklich nächste Folge direkt mal hier machen eigentlich. Wenn es wirklich nur diese drei Gegner sind hier. Es sah ein bisschen bedrohlicher aus. Ne, sind vier. 1, 2, 3, 4. Aber wir sind ja schon 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, 6 würde auch noch gehen. Hier einfach. Oh, shitty, da kommt schon einer. Nein. Ja, kein Problem. Jetzt muss ich aber die Beine in die Hand nehmen. Und hier verschwinden. Okay, es sind definitiv 6 oder 7. Hab gleich safe einen Pfeil im Rücken. Okay, die laufen gerade wieder zurück. Hui, habe ich Schwein gehabt. Ja, aber dann, wenn ich schon mal hier bin, ne, muss ich jetzt einfach nochmal von der anderen Seite gucken. Okay, es sind definitiv 6 Leute. Oh nein, nicht schon wieder. Es war ja so klar. Aber jetzt bleibe ich auch wirklich fern. Fällt mir gerade mal auf, ich sehe ja eben oben immer den großen Vogel, ob man den auch abschießen kann. Für Federn eventuell. Ja, und ich glaube, ich sollte mich doch dann auch ein wenig besser ausrüsten, wenn ich das mache. Okay, dann haben die auch schon von mir abgelassen. Danke. War sehr nett mit euch. Mina, gelevelt in Herstellung. Ihr Lieben, ich werde hier gleich wieder zurückspazieren. West hat sich nämlich immer noch nicht aktualisiert. Da wisst ihr was, es ist schon 1 Uhr. Ich sammle hier noch ein paar Sachen. Und dann sehen wir uns einfach bei der Base wieder. Okay, auch der Brunnen hier, der wurde noch nicht fertig gebaut, aber kann halt auch sein, dadurch, dass sie so viel sammeln sollten, dass da oben noch gar keiner irgendwie groß Lehm gesammelt hat. Okay, und dann habe ich gerade gesehen, ich habe das Schwert auch fertig, also das Rondell. Das würde ich mir dann mal gönnen. So, und würde hier schon mal jemandem die bessere Keule auch geben. Und die bessere Rüstung auch. Sie könnte eigentlich... Warum hat sie eigentlich kein Schild? Kann auch sein, dass sie kein Schild tragen konnte. Oder sie packt es halt immer wieder weg, ne? Kann auch sein. Ein bisschen nervig, aber ist gut möglich. Hui. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns am nächsten Morgen wieder. Ich sammle hier noch ein paar Pilze. Und dann gehe ich mit euch die Quest abschließen. Es ist geschafft. Ein Glück. Aber warte mal, die Aufgabe hat sich einfach immer noch nicht aktualisiert. Okay.
Das ist ja wirklich ärgerlich. Dann würde ich doch... Ach so, ja, und der Winter ist da, wie man offensichtlich sehen kann. Dann weiß ich leider auch nicht. Ist die Aufgabe irgendwie gerade ein bisschen buggy? Den Winter über werde ich definitiv jagen gehen. Ich versuche es jetzt aber noch einmal. Bin aber auch ganz ehrlich, würde es dann wirklich halt so machen, dass ich die Aufgabe dann auch einfach offline erledige, wenn sich das denn jemals ever aktualisiert. Außerdem habe ich noch etwas probiert. Ich habe das Reiseschild abgerissen und habe ein wenig Ansehen wiederbekommen. Ich werde mal sehen in der Aufnahme und blätter das mal hier ein, wie viel das war. Ja, also man bekommt wie ein bisschen Material halt wieder, dann auch ein bisschen Ansehen wieder. Okay. Könnte sein, dass es ein gutes Zeichen ist, wenn er schon mal ein Ausrufezeichen über dem Kopf hat, oder? Ein Glück. Danke, Tia. Stimmt, da muss ich jetzt auch noch hin. Okay, er hätte noch eine weitere Aufgabe. Ach du Schreck. Also, ich habe Karawanenteile, ich habe die Oberteile. Boah, dann aber sowas von weg hier. Und dann die Folge beenden. Das wird so ein Rumgeschneide. Ich bin mit der Aufnahme schon irgendwie fast bei 1,5 Stunden. Don't try anything stupid. Mhm. Hab ich nicht vor. Ja, wir sehen uns dann direkt drüben bei ihm. So, geschafft. Ich hab alles, was du wolltest. Now I need to get back to work with this caravan. Check in with me tomorrow. Maybe I'll have a few more odd jobs around the place for you. Das ist aber nett von dir. Okay, und ich habe hier dann auch gar keine Aufgaben mehr, ne? Wahrscheinlich muss ich halt erstmal die Aufgabe für ihn hier noch beenden. Die Bewährungsprobe. Erst dann werde ich hier weitere haben. Und dann habe ich ja noch die eine Aufgabe unten von dem Fischer. Die werde ich vielleicht dann auch noch annehmen. Ich werde dann mal hier gucken, ob der ein Buch für mich hat. Mich aber hier schon mal... Ne, ich muss ein Stückchen weggehen, sonst quatsche ich mich voll. Mich aber hier schon mal von euch verabschieden. Hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Schreibt mir gerne was in die Kommentare. Ein Däumchen, wenn Träumchen. Und schön mit Öl.